So, ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal, eine weitere Folge Starfield. Wir sind immer noch auf Tau CT 8b, weil das letzte Mal, als wir den Herrn da gerettet, den Überlebenden gerettet haben, wurde es ziemlich dunkel. Wir haben also übernachtet im Schiff und sind jetzt hier auf einen zivilen Außenposten gestoßen. Ich weiß noch nicht, wer das da unten quasi gerade beherrscht. Und ich würde sagen, wir schleichen uns da mal ein bisschen von oben heran. Gucken, was wir da so erreichen können, wer da so rumturnt, was wir da vielleicht noch so alles finden können. Okay, Roboter laufen ja auch schon mal rum. Das ist ein Klasse A-Roboter. Gucken, dass wir da irgendwie reinkommen, irgendwie ungesehen, ne? Oh, der Robby ist wieder weg. Eine Menge Schrottteile liegen hier rum. Oder was auch immer das hier sein soll. Also diese Luken sind auch ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Also in so einem Außenposten, da quietscht das und da ist auch so eine alte Luke, die so ganz langsam aufgeht. Oder auf dem Schiff oder sowas oder auf einer Station, also ist es halt dann viel moderner logischerweise, ne? Hydraulisch und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Okay, Sarah ist das. Ich würde das lieber zurückgeben. Warum? Weil das gestohlen war, ich weiß, aber. Spiel mal wieder zu, damit das nicht so auffällt. Dann ist das wahrscheinlich in der Geschichte der United Colonies oder so. Was haben wir denn hier? Beschwerden der Homesteader. Okay, was haben wir da? In letzter Zeit kamen mir Beschwerden von Farmern und Siedlern hier in der Gegend zu Ohren, denen man ihr Land abnehmen will. Klar, könnten wir uns selbst darum kümmern, aber es dürfte. Okay, das ist, da sehe ich irgendwo was von wem das ist, außer dem Namen, nein, sehe ich nicht. Okay. Ist auch Schmuggelware drin. Okay. Dann machen wir es doch mal auf. So, wir haben 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ein Vierer und ein Dreier wahrscheinlich. Der dürfte passen. Dann brauchen wir noch so einen Dreier. Ich den da wahrscheinlich. Ja, genau, das passt schon mal. Gut. Dann haben wir noch weiter 3, 4, 5, 6. Der würde passen. Dann brauche ich es. Den noch hier, ne? Der passt dann auch.
Ja, genau. Sehr schön. So, da haben wir nochmal zwei. Da machen wir noch. Ja, das passt auch. Mit dem dann hier. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Entnommene Organe und KI-Bewusstseinsadapter. Ja. Was auch immer die hier tun, also da schäme ich mir jetzt auch nicht, den Scheiß mitzunehmen, denn die scheinen hier auch offensichtlich nicht ganz koscher zu arbeiten. Nicht ganz legal. Bedeutet aber, Waffe ist besser in der Hand. Dann nehmen wir mal die 5 in die Hand, genau. Bitte fassen Sie die Erzeugnisse nicht an. Jegliche Störung führt zur Beeinträchtigung. Danke für den Hinweis, mein Lieber. Gut, dass er uns nicht erwischt hat beim Clown hier. Ich sehe aber noch nicht, wer hier tatsächlich den Laden schmeißt. Hier rein, ne? Dann nehmen wir wieder die Waffe 1 in die Hand. Sitzt da jemand drin? Sieht so aus. Also gucken wir noch mal rein. Wir verbessern gerade die Wohnmodule. Wenn es gut läuft, bekomme ich endlich mein eigenes Zimmer. Ich bin stolz auf das, was wir aufgebaut haben. Städte sind nicht für jeden was. Das stimmt natürlich. Ja, dann macht ihr doch mal weiter, Leute. Wir stören euch auch nicht, wir klauen halt nur ein bisschen was und dann ist auch gut, ne? Wie sieht denn mein Kopfgeld momentan aus? Mal schauen. Crimson Fleet, 751.000 Dollar. Credits meine ich, okay. Auftragsbörse ist jetzt momentan nicht so ganz dramatisch wichtig. Dann gucken wir mal, was hier noch so zu holen ist. Zeit zusammen. Ach, hier ist also der Aufenthaltsraum, mehr oder weniger. Auch lustig, denn du kommst ja in so eine fremde Gegend rein irgendwie und kein Arsch kümmert sich um dich irgendwie. Ist auch lustig. Sarah, wir gehen wieder. Hier ist nichts los. So, man muss halt auch aufpassen, dass man nicht gesehen wird, wenn man da was klaut, ne? Ich meine, das sind so Sachen, die ich jetzt nicht klauen würde, aber die anderen Sachen sind schon teuer genug irgendwie. Das ist schon gar nicht so schlecht hier.
Ich könnte die natürlich jetzt alle umbringen, aber das ist natürlich nicht das, was ich will. Ne? Das ist. Also würde das mir den Weg in das Herz von Sarah auf jeden Fall verschließen. Das ist mal logisch. Und ich weiß ja noch nicht, ob das mit Andrea klappt. Deswegen muss ich mich so ein bisschen. Ich bin sicher, dass das nicht deins war. Das ist richtig, Sarah. Da hast du vollkommen recht. Ich verscherze mich gerade schon mit ihr. Ich merke das schon, aber. Ah, geht's euch gut? Wenn du wandern gehst, brauchst du gute Ausrüstung. Hey, das stimmt. Ah, okay. Das ist nett, dass du mir das sagst. Kann ich das mit meinen eigenen, mit deinen eigenen Credits bei dir bezahlen? Das wäre ganz lustig irgendwie. Okay, wie gesagt, ich könnte jetzt hier Massenmord begehen, aber nein, das machen wir mal nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Das wollen mal die Kolonisten Kolonisten sein. Wir haben uns ein bisschen das geholt, was wir zu haben wollten. Und das ist schon okay. So, wir haben ein bisschen was geklaut. Das ist doch okay. Okay. So, okay. Da hinten sind Lebenszeichen. Das würde ich mir mal noch angucken eventuell. Und hier ist eine natürliche Geschichte noch. Genau, das eins. Wir gucken uns beides noch an und dann. Aber ich halte das Video, das ist Mann, den Weg dahin. Der ist nicht so ganz dramatisch. So, da ganz hinten sind Lebenszeichen. Dann vor uns ist noch so eine Herde von diesen Käfighirnen dort. Die tun uns aber nichts. Sehen ein bisschen spooky aus, aber die tun uns nichts. Aber da hinten sieht es auf jeden Fall irgendwie sehr nach. Also es hieß Lebenszeichen. Ich weiß jetzt nicht, was damit. Was da genau mit gemeint ist. Hatte ich, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch nicht. Hier da Lebenszeichen. Oh, da ist eine Grille dazwischen. Okay. Diese Grillen sind etwas. Neues chemisches Merkmal. Aha. Diese Quellen sind etwas unangenehm. Würde mich jetzt mal interessieren, was wir jetzt hier entdeckt haben. Irgendeine biofluoreszierende Masse offensichtlich. Eine dichte Sporenwolke hinterlässt bewusstseinsverändernde Rückstände auf Pflanzen und Felsen. Okay. Das heißt, da sollte man vielleicht etwas vorsichtig mit umgehen. Und bei dem ganzen Geäst hier sieht man auch die Viecher nicht, die einem so entgegenkommen. Pilzgrotte. So, so. Okay. Okay. So, da hinten ist noch eine Höhle. Die gucken wir uns auch noch an. Obwohl, nee, reicht eigentlich für die Tour.
Ich würde jetzt zum Raumschiff zurück und dann werden wir erstmal unser geklautes Material quasi loswerden und dann geht es zurück zur Loge, das Artefakt abgeben. Genau, so machen wir es auch und wir gehen jetzt einfach zurück zum Raumschiff. So, wir sind wieder an Bord der Serenity und ich... nein. Falsche Taste gedrückt. Er hat statt G, Thomas. Und ich wollte hier die... andersrum, die Sachen hier, genau. Genau, die Sachen, die ich da gerade in dem Camp dort, in dem Kolonistencamp geklaut habe. Enorme Organe, die sind 13.500 wert. Davon habe ich 3 Stück. Da wird natürlich nicht viel von überbleiben. So, KI-Bewusstsein 4-mal tatsächlich für 14.000. Und Xeno-Kriegsführungstechnik für 16.000. Das packen wir natürlich alles schön weg. All die, weil wir ja mit Sicherheit eventuell, wenn wir Pech haben, gescannt werden. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier erstmal vom Planeten wieder runterkomme. Gut, das ist jetzt nicht das Problem, logischerweise. Wir werden uns jetzt hier abheben und dann gucke ich mal, dass ich zu einem meiner Lieblingshändler komme. Aus. Was haben wir denn da für ein Schiffchen? Ein Freestar-Käfir. Okay, so. Wir wollen aber... geht in einem Flug. Perfekt. Das heißt, ich habe da nicht das Problem, dass ich gescannt werde. Das ist gut. Weil hier im in dem Planetensystem Wolf, da gibt es halt eben die. Hey, hier drüben! Hast du ein paar Teile übrig? Jetzt bin ich gerade unterwegs, mein Lieber. Ich habe gerade schon gestartet. Das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Grafantrieb fährt herunter. Systeme okay. So, da ist nämlich der Bau. Also im System Wolf ist die Sternraumstation der Bau. Und ja, die kaufen halt eben auch Sachen, die halt nicht ganz legal sind. So, ich habe auch so einen Spleen. Immer wenn ich unter 2000 Meter Annäherung bin, rufe ich die Station immer. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, braucht man eigentlich nicht. Ich mache das aber trotzdem. Du bist im UC-Raum. Andockerlaubnis für Bau erteilt. Ist so ein bisschen meine Manie. So, wir geben mal ein bisschen Gas, dann ein bisschen schneller rankommen. Das Undock-Manöver ist dann vollautomatisch. Unter 500 Metern kann man dann automatisch andocken. Und da sind wir schon. So, wir haben einiges zu verkaufen. Kann sein, dass wir dann ab und zu mal hier jetzt den Warte- oder Übernachtungsrhythmus anschieben müssen quasi. Hey, wie kann ich dir helfen? Guck mal, ob mein Schiff okay ist. Da gibt's nichts zu tun. Du kannst direkt losfliegen. Dankeschön. Trotzdem sollte man hier mal kurz nachgucken, ne? Das ist ja ganz wichtig. So, und hier ist er von der Trade Authority. Okay, den muss man wieder an der Seite klopfen. Ist ein bisschen überraschend, oder? Nein. Draußen am Rand ist schön, dich zu sehen. Aber es ist einfach so... Gewiss. So, jetzt wollen wir mal verkaufen. 11.000 Credits hat er. Wir verkaufen zuerst mal das, was ich jetzt hier so alles am Mann habe. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht so viel, was ich hier verkaufen möchte. Vielleicht die Schrotflinte noch. Ich brauche sie wahrscheinlich nicht. Equinox nehme ich nicht so gerne. Die verkaufe ich in jedem Falle.
Man schleppt so viel Zeug mit sich rum. So, die 1500er Kartuschen brauche ich nicht. Kann ich alle verkaufen. Die 6,5 brauche ich auch nicht. Mittlerweile hat man da so ein bisschen schon auch. Und die 7,5 Whiteout. Yep, aber die brauche ich nicht. Die brauche ich wieder, die brauche ich nicht. Kaliber 27 brauche ich nicht, 43 nicht, 43 nicht. Halt, die 45 brauche ich eventuell, aber die hüllenlosen 50er nicht. Und die schweren Teilchenzünder leider auch nicht mehr. Ich hatte ja mal, das war die Varun Sternenscherbe, die mir dann abhandengekommen ist leider. Die war also richtig granatenstark, im wahrsten Sinne des Wortes granatenstark. Okay, da behalten wir den Rest alles hier. Auch auf das Alien-Genmaterial, aber das ist auch ziemlich gut eigentlich. Also nur für 30 Sekunden. Nee, das verkaufe ich beides, okay. So, und jetzt gucken wir mal, was wir aus dem Schiff heraus verkaufen können. Nämlich erstmal auf jeden Fall das, was illegal war. So, ne, da sieht man, das war, was haben wir schon da vorhin, 16.000 und sowas. Man kriegt da jetzt noch 1.800 für, ne? So, und jetzt hat er schon keine Kohle mehr. Das heißt, wir verkaufen ihm jetzt noch ein bisschen Klebeband und noch ein bisschen Sauerstoffbooster. 6 Stück. Na komm, weg damit. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis er wieder Kohle hat. Das heißt, wir werden uns jetzt hier 48 Stunden aufhalten. Aber das kennt ihr ja mit Sicherheit. Wir gehen mal runter in die Bar und ja, das soll es für die Folge auf jeden Fall gewesen sein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Alles klar, ihr Lieben. Echt, dass hier ein bisschen mehr Action das stimmt. Tschüss und ciao, euer Space Trucker Tom.